Jetzt habe ich was Interessantes für Sie. Wir kommen zu unserer Love Story der Woche. So, diese Geschichte ereignete sich bei Nicole in der Talkshow von Nicole Növers. Also, wieder einmal war ein einsamer Wanderer auf der Suche nach ein wenig Liebe und Geborgenheit. Sein Name war Michael. Das hier ist Michael. Michael hatte nicht nur wunderschöne, große Augen. Nein, er hatte auch große Gefühle. Sogar mega große Gefühle. Oh, die sind sogar so mega groß, dass ich sogar was Verrücktes machen werde. Ja, diese Gefühle galten einer Frau. Und zwar nicht irgendeiner Frau, sondern der Frau. Einer Frau, deren Namen er im Herzen trug. Ein Name, dessen Klang noch schöner, noch lieblicher als Engelsgesang war. Ein Name, der sich in sein Hirn gebrannt hatte. Ein Name, den er nie wieder vergessen würde. Hm? Wie heißt sie denn? Du bist den Gedanken schon ganz bei ihr, ne? Och, du. Das kann jeder nachempfinden, Michael, wie du dich jetzt gerade fühlst. Jetzt sag mir einfach noch mal, wie sieht sie aus? Und wie heißt sie? Oh. Ja. Aber wie verdammt noch mal? Wie verdammt noch mal hieß sie? Ja? Es war ein sehr seltener Name, ein exotischer, ein ungemein erotischer, ein noch nie dagewesener Name. Ein Name wie aus einer fernen, fremdartigen Welt. Er lautete... Tja, meine Damen und Herren. Und das hier... Ja, das hier ist... Sabine. Und wie sollte er sie aber jetzt nur erobern? Ein romantisches Abendessen? Rote Rosen? Ein teurer Ring? Michael dachte nach. Und nach langem Hin- und Her-Überlegen entschied er sich für etwas wirklich Fantastisches. Seine absolute Paradedisziplin. Etwas, bei dem Frauen einfach schwach werden müssen. Ja, es war seine absolute Paradedisziplin, meine Damen und Herren. Und die Rechnung ging auf. Michael und Sabine verabredeten sich, alles schien perfekt zu sein. Und zwei Monate später erzählte er bei Nicole, wie es denn gelaufen war. Das war nur kurz nach der Sendung gewesen. Mhm. So 25. wollten wir uns verabreden. Ja. So, wollten wir zusammen Party machen und da hat sie mich schon abgeblitzt. Ja, meine Damen und Herren. Da hatte ihn Sabine einfach, also so mir nichts, dir nichts, abgeblitzt. Ja? Michael durchschritt ein tiefes Tal der Trauer und er versuchte Sabine zu vergessen. Was ihm schließlich auch gelang. Zum einen, weil er ein scheiß Gedächtnis hatte. Zum anderen, weil er seine neue Traumfrau sah. Karin. Das ist also Karin. Karin war eine Frau, die er nicht mehr vergessen konnte. Eine Frau, die ihn nicht mehr schlafen ließ. Und schlief er doch einmal, träumte er von Karin. Karin, eine Frau, die er unter Tausenden von Frauen wiedererkennen würde. Die Karin war es also. Bitte? Die Karin war es also. Die hast du gesehen und dann... Ich hoffe, das war die richtige. Ja.
Michael hoffte also, es war die richtige. Er hoffte und bangte und wollte nicht denselben Fehler machen wie bei Sabine. Ein neuer Plan musste her. Und Michael dachte nach. Plötzlich hatte Michael eine Idee. Eine Idee, wie er das Herz von seiner neuen Flamme Karin erobern würde. Er musste alles völlig anders machen. Ein ganz, ganz neuer Tanz musste her. Michael hat Karin nie wieder gesehen. Und, Moment. Aber Stevie Wonder, der zufällig diesen Auftritt sah, verliebte sich in Michael. Stevie nennt Michael liebevoll Michi und Michi nennt Stevie zärtlich Sabine. Moment, ja. Und so leben die beiden glücklich und zufrieden, es sei denn, Stevie hat Michael mittlerweile abgeblitzt. Das war unsere kleine Love-Story, meine Damen und Herren.